Promi-Pyjama-Party in einem Wiener Innenstadthotel. Mit diesem ausgefallenen Motto lädt Starfotograf Manfred Baumann zu seiner Kalenderpräsentation. Ja, wir haben meinen 12. Kalender, der jetzt vorgestellt wird. Das heißt, seit 12 Jahren gibt es meinen Fine Nude Art Kalender, der weltweit publiziert wird. Wir präsentieren den Kalender 2019 und haben eben dieses Mal die Idee gehabt, eine Pyjama-Party zu machen. Ich wollte als junges Mädchen immer eine Pyjama-Party machen. Es hat sich nie ergeben, es ist nie ausgegangen. Bei den heimischen Promis gibt es beim Thema Pyjama-Party noch etwas Nachholbedarf. Zu meiner Schande muss ich sagen, es ist meine erste Pyjama-Party. Ich war anscheinend so verklemmt in meiner Jugend, habe da keine mitgemacht. Also wir mussten so reif werden, um dass wir überhaupt auf sowas gehen. Das ist das erste Mal. Ich war schon einige Male auf einer Pyjama-Party. Das ist meine erste. Ja, ich musste ziemlich alt werden, um eine Pyjama-Party mitzuerleben. Ja. Ja, ich hatte leider nie eine, ich werde das aber sofort ändern, nachdem ich das wahnsinnig lustig heute finde. Auch beim Thema Nachtbekleidung gibt es durchaus unterschiedliche Zugänge. Was trage ich nachts? Dinge, die gemütlich sind, Dinge, die auch der Temperatur entsprechen. Das ist ein Schlabber-T-Shirt, ja, die trage ich wirklich zum Schlafen, die hat schon mehrere Löcher da vorne, da hinten, wie man schon sieht. So wie wir jetzt hier sehen, das ziehen wir in der Nacht auch an. Nicht ganz, nicht ganz. Bevor wir uns halt dann ausziehen, aber so gehen wir zuerst zu Bett. Beim Herkommen, ich habe mich nicht hier umgezogen, ich bin wirklich so hergekommen. Im Bus, die Leute haben mich schon ein bisschen angeschaut. Aber nicht jeder Promi geht bekleidet zu Bett. Im Bett keinen Pyjama, nein, da reicht mir die Decke, das ist angenehm und warm. Ich habe normalerweise keinen, also ich habe mir den extra gekauft, weil ich schlaf nackt und der Manfred hat gesagt, na, nackt kann man nicht kommen. Wer jetzt kalte Füße bekommen hat, für den gibt es auch noch den einen oder anderen Expertentipp. Einfach einheizen im Schlafzimmer, ganz einfach. Die meisten wollen es immer kalt im Schlafzimmer und wundern sich, warum sie kalte Füße kriegen. Man lässt ausnahmsweise seinen Hund ins Bett am Fußende, steckt die Füße drunter für ein paar Minuten. Also wenn es ganz kalt ist, und ich weiß, es ist jetzt wahnsinnig unerotisch und das sollte man nicht sagen, aber wenn es ganz kalt ist, dann habe ich Socken an. Wem das nicht reicht, der Fine Nude Art Kalender von Manfred Baumann ist vielleicht auch eine Möglichkeit, auf heiße Gedanken zu kommen.